Ja, hi Leute. Also, bei mir geht es heute nochmal um den Polo 9N. Und da habe ich das Problem, dass der vorne rechts beim Einlenken üble Geräusche macht. So Knarzen, Knacken ist das. Und ich weiß auch, dass die Manschetten vom Spurstangenkopf rechts beschädigt waren. Ja, und deswegen will ich das jetzt mal rausholen. Ich bock hier mit dem originalen Wagenheber das Auto mal auf. Handbremse ist angezogen, Gang ist eingelegt. Das alles aussieht. Alles übel verrostet hier. Die Feder vorne ist gebrochen. Da müsste also auch unbedingt mal ein neuer Stoßdämpfer und Feder rein, vor allen Dingen neue Federn. Dieses Leitblech da, das ist schon ziemlich marode. Jetzt machen wir alles gleich mal ein bisschen sauber. Das ist aber hier jetzt nicht mal ein Problem. So, dann hier die Aufnahme ist, hier ist das Gelenk, der Spurstangenkopf, und ja, der ist halt ziemlich abgerostet, und hier ist auch diese Gummimanschette hier, die ist kaputt, und dann kommt da natürlich Wasser rein, ohne Ende, und dann rostet das. Man sieht ja auch, dass das Teil super alt ist. Jetzt will ich mal gucken, ob ich die Schraube hier gelöst bekomme nochmal, und die Schraube hier gelöst bekomme, und dann könnte ich das abdrücken und rausnehmen. Dazu messe ich auch hier nochmal den Abstand, dass ich genau weiß, welcher Abstand hier vorherrscht, damit ich das neue Spurstangengelenk oder den neuen Spurstangenkopf wieder genauso rein tun kann, wie der alte war, vom selben Abstand. Dann braucht man nämlich nachher die Spuren nicht mehr einstellen. Die Achse nochmal auf Holzklötze gestellt hier. Also einfach Holzklötze drunter und ein bisschen abgelassen. Habe das Ganze hier mit der Drahtbürste nochmal sauber gemacht und habe dann noch mal ein bisschen WD-40 drauf gesprüht. So, und jetzt nehme ich hier eine 19er Nuss, den Knebel mit der Verlängerung. Dann habe ich da ein bisschen Gewalt drüber. Und jetzt gebe ich mal ein paar Schläge. Jawohl, da ist es schon auf. Wenn ich mir jetzt hier dummerweise mein marodes Bremsleitblech da kaputt gemacht habe. Ist mir aber egal in dem Fall. Ja, das ist echt alles so ultra alt ist. Ultra verrostet. Ja. So, dann kann ich hier oben die Mutter schon abdrehen. Das war jetzt eigentlich leicht. Ja, ganz schön fest, ja. So. Oh, das ist schlecht. Da brauche ich gar keinen Abzieher, habe ich das Ding dummerweise schon gelöst. Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Ist das schlecht. Jetzt habe ich dummerweise schon den Spurstangenkopf gelöst. Das wollte ich eigentlich nicht. So, ja, also das hier ist jetzt richtig kacke, weil die Schraube sich hier in den Rost reingedreht hat. Ich hätte die vorher viel besser sauber machen müssen. Das ist also sehr schlecht. Vielleicht werde ich hier sogar mit der Flex abschneiden müssen. Ja, und jetzt werde ich erstmal probieren, hier das abzumachen. Das hier ist ein 19er, das hier ist ein 21er Schlüssel. Genau, ich habe jetzt hier nochmal den Abstand gemessen. Zwischen da, wo die Rillen anfangen, wo das Gewinde anfängt, und der Schraube hier, der Mutter. Und das sind 11,5 mm bei mir. So, jetzt guckt euch mal diesen Knuff an, den ich hier gemacht habe. Ich habe keinen 21er Schlüssel, deswegen habe ich hier einen 22er genommen und habe hier einen Millimeter Blech darunter gelegt. Und dann habe ich einen 19er Schlüssel genommen und den 22er, und dann habe ich das so hoch gehebelt, hier mit dem Teil, mit der Verlängerung. Und dann habe ich das ganz leicht aufbekommen. So, jetzt die Schraube habe ich schon mal auf, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich noch die hier aufbekommen. Jetzt kann ich das hier mit dem Hammer so unterstützen,
dass das auch nicht mehr runter geht. Tja, manchmal braucht man das eine Werkzeug, manchmal braucht man das andere. Manchmal braucht man die Flex. Das sieht gut aus. Und jetzt kann ich das hier mit dem Hammer quasi abhämmern. Ja, gut. Wenn ich jetzt hier den wegnehme und noch einen Schlag oben drauf mache, dann habe ich den schon draußen. So soll man das natürlich nicht machen, aber das war jetzt der schnellste und einfachste Weg. Ist letzten Endes alles wie es ist. Schrauben ist immer auch ein bisschen stümpern. So, jetzt haben wir hier das Neue. So, dann merken wir uns mal gerade, wie viele Umdrehungen es braucht, diesen Mist hier rauszuschrauben. So, jetzt habe ich hier an die Spurstange eine Krippzange dran gemacht. Und jetzt wie ich mit dem 19er Schlüsselchen hier den Spurstangenkopf abzumachen, ohne dass sich die Spurstange mitdreht. Jetzt zähle ich hier auch noch gerade die Umdrehung, die es dafür braucht. Das war eine. Sagen wir mal 17,5. So, jetzt nehme ich den neuen Spurstangenkopf. Und der geht auch so drauf, 1,5, 1,5. Und 17,5. Und dann hier oben drauf. So, dann kann der neue Spurstangenkopf hier rein. So, den einmal von unten reingeschoben. Mutter drauf. So, angeblich soll diese Schraube nur 20 Newtonmeter bekommen. Ich halte das für ein Gerücht, aber will die jetzt trotzdem nicht so anbomben. Deswegen. Das ist nicht so stark, aber trotzdem stark genug, dass das Ding auch fest ist hier. So, dann bleibt uns nur noch die hier wieder festzuziehen. Jetzt habe ich die Kontermutter sozusagen hier nochmal gegen gekontert. Ja, 11,5. Das sollte funktionieren. Ja, hier. Ich würde mal glatt behaupten, ich schraube den Käse jetzt wieder zusammen und dann ist das gut. Mache ich den Wagen noch mal ein bisschen höher. Gut, so, das war's.